Drop this bass. Damit willkommen zu einer weiteren Folge von Tag It Legends mit dem Kiosk. So, vorige Folge haben wir ja den Rusa gekillt. Und ich habe schon ein bisschen am MEs, also an unserem ME-System drüben gemacht. Und ich habe wahrscheinlich rausgefunden, warum das alles so leckt durch die vielen Chunkloader. Das kann natürlich sein, weil es da zu viel Laden tut. Und auf jeden Fall tue ich den dann da drüben. Kann ich ja gleich mal gucken, wie hoch der ist. Auf welche Größe der eingestellt ist. Wenn er natürlich OP-Größe eingestellt ist, haben wir natürlich schon mal rausgefunden, woran es liegen könnte. Wo ist er? Da. Ja, er ist auf mega groß eingestellt. Den stellen wir jetzt mal runter auf. Oder bauen den ab. Weil hier ist ja eh nichts mehr, was wir brauchen könnten erstmal. Und ich schaffen den drüben hin. Weil das die Ender Quarry hat ihren eigenen Chunk Loader eingebaut. Na komm. Jetzt haben wir ihn gleich. Hier bitte. Hier hin. Den Morningstar tue ich mal kurz raus. Und dann stelle ich den mal hier hin. Und stelle den auf. Auf wie viel? Ja, das langt. 2 langt. Da wird nicht allzu viel geladen. Nur das, was benötigt wird. Also was hier unten ist. Und dann dürfte das passen. Dann gucken wir mal, wie es hier drüben ist. Wie ist es hier drüben? Chunkloader. Du bist auf 6. Das ist natürlich ein bisschen sehr groß noch. 4 müssen lang. Das sind 49 Chunks immerhin. Und demzufolge müsste es auch bald flüssiger laufen. Bleib bei dem nächsten Server Restart. Mal schauen. Okay, was brennst du überhaupt hier durch? Ach, immer noch. Ich habe nämlich hier für das Wither Proof, also das Saphir Glas, noch hier oben noch einen zweiten Ofen gebaut. Der natürlich schön gearbeitet hat. Was wir gleich ins Lager tun werden, machen müssen. Sup, die Engines können weg. Und wir wollten so oder so am Lager weiterbauen. Dafür brauchen wir ein paar Basalt Bricks. Nein, am Lager, nicht an der Butze. An einer guten Butze weiterbauen. Machen wir gleich mal ein paar mehr Klicks. Das dauert zwar ein paar Sekündchen, aber das kriegen wir schon hin und schon haben wir ein bisschen was zum Bauen. Okay, hier muss dicht gemacht werden noch. Da kommen wir jetzt mal an der Zeit, bis es Nacht wird. Also für die Folge bestimmt. Das die Behausung der Arbeiter. Nur der symbolischen Arbeiter, versteht sich. Wir haben noch keine Arbeiter. Ob wir jemals Arbeiter haben werden, ist eine andere Sache. Ja, okay, machen wir es hier doppelt zu. Ist okay. Wir müssen hier eh dann wieder mit Carpenters arbeiten. Ah ne, hier haben wir mit den Lampen gearbeitet. Das ist gut. Das ist sehr gut. Da wird alles schön beleuchtet. Zup, zup. Wo ist der Eingang? Ach, okay. Für die Arbeiter können wir ja einen separaten machen. Gehen wir hier hoch. Machen wir den Eingang hier hin. Den hauen wir wieder weg. Der stört. Und ich mache unseren Step-Assistent aus, weil der ist ein bisschen nervig in der Arbeitssache. Und dann denke ich mal, wird das hier schon mal vorangehen wieder. Dumm, dumm. Okay, die Lampen müssen wir dann eh wieder ranholen mit unserem guten alten EMC. So und passt perfekt. Hier kommt ja dann eh die Decke hin. Gleich mal hier. Was wir hier für Lampen nehmen. Dup, dup, dup. Dann machst du ungefähr die Decke. Allerdings weiß ich noch nicht, ob ich die Decke so mache. Oder nehmen wir da mal ein anderes, nehmen wir da mal Holz. Das ist natürlich auch eine gute Sache. Frage. Oder einen Boden aus Holz.
probieren wir was. Da müssen wir wieder mal an unseren Table. Wir haben ja Jungle Wood. Wir nehmen ein paar Planks. Und zwar nehme ich da mal am besten wieder unser allzeit bekanntes Muster. Dark und Spruce Wood. Jungle Wood weiß ich noch nicht. Auf jeden Fall heißt da hier wieder etwas einreißen. Allerdings nicht komplett. Na? Dankeschön, weil dann können wir nämlich hier wieder unser Muster. Und das halt sozusagen am Rand noch das ist. Also einmal hier weg. Na, Dankeschön. Und da müssen wir halt von oben ein paar Slabs dran machen. Das ist aber auch kein großes Problem. So, da haben wir den das. Dann kommt der hier hin. Hier lang. Erstmal ein bisschen probieren. Mal gucken, wie es ausschaut. Der war nicht gewollt. Der schon. Und da, tut doch nicht wegploppen. Kommst du, nimmst du ab. Wir brauchten hier Dark und da Dark und dann kommt hier wieder. Das wird auch ein bisschen hinter noch ziehen. Das wird wieder mal viel, aber das können wir vielleicht im Livestream machen. Oder ich mache das mal offscreen hier. Das ist natürlich ohne Sache. Ich mache das offscreen, den Boden, weil da muss ich nämlich hier die ganze Stelle noch mit Slabs verlegen. Was gar nicht geht, ich kann das Holz gar nicht verwenden. Da müssen wir hier mit Teppich arbeiten. Ja, arbeiten wir halt hier mit Teppich. Es war ein guter Vorschlag meinerseits, aber es sollte nicht sein. Okay, ja, probieren geht über studieren, sagt mir ja so schön. So. Okay. Dann hauen wir das Holz wieder weg. Die Sonne ist immer noch nicht weiter weg. Meint die switcht immer wieder zurück. Ja. Okay, das werde ich bestimmt offscreen machen, den Sitzschl aktivieren. Obwohl, ich warte, kann immer auch mal warten, bis es Nacht ist. Allerdings, wie machen wir jetzt weiter? Hier erstmal das wieder fertig machen und versuche nicht immer mich zu verbauen. Das muss auf jeden Fall auch zugemacht werden. Sonst sieht das ja miserabel aus. Naja, dann kriegen wir wenigstens jetzt noch das Bauarbeiterhut fertig. Bestimmt, höchstwahrscheinlich. Ha. Mal was, ich will mal was gucken. Bottle of Enchantment. Kann man das irgendwie herstellen? Nö. Hätte auch kein EMC. Schade. Das ist natürlich. Und irgendwelche Sensberries gibt es hier auch nicht. Okay. Wir haben es hier drüben gemacht. Aller zwei immer. Also, dann dumm. Ich will es bloß mal hier grob markieren und versuche mich nicht zu verbauen. Komm, plopp weg. Und so, so. So, so. Und dann passt das nicht. Na ja, gut, nochmal hier.
das halt so. Dankeschön. Und dann holen wir mal gleich die Lamps, die invertet. Dass das ordentlich beleuchtet ist. Schon mal ein Anfang. Lamp. Perfekt. Da ziehen wir erstmal schnell hier eine Bar noch dran, dass wir die dann von etwas weiter hinten fertig machen können. Abfertigen können sozusagen. Bitte so. Dankeschön. Und dann können wir hier alles von oben machen. Muss ich mal kurz gucken, wie habe ich hier drüben gemacht? Alter, 2. Okay, also muss der sozusagen so und so. Und nicht so. Komm, plopp zurück, Dankeschön. Dankeschön. So, und dann kommt der. Dann machen wir das mal. Und dann müsste alles sehr gut drin hier beleuchtet sein. Dann können wir das jetzt hier wieder zumachen. Dann passt das. Vorerst. Okay, das ist eigentlich eine relativ unproduktive Folge, die ich mal wieder hier bringe. Aber naja, können wir jetzt nicht ändern. Und ja, das habe ich auch schon mal gemacht. Die ganzen Slabs, die ich hatte, hier schon mal verbaut. Dann komme ich hier, ja, möchte ich was anderes hinsetzen. Ich weiß noch nicht was, ob ich es noch eins höher mache und dann hier solche hier Stufen hinsetze mit den Bricks. Mal gucken. Wird allerdings bestimmt besser aussehen. Wenn dann die Stufen drauf sind. Allerdings wäre jetzt natürlich die Frage, passt das? Wir haben ja unten eine Crafting Table. Oder geht das? Geht das überhaupt? Nein, das geht nicht. Also müssen wir mit Carpenters Blocks arbeiten. Mal wieder. Die müsste ich allerdings jetzt eingespeichert haben. Carpenters. Da. Jetzt heißt es hoffen und Daumen drücken, dass das passt. Also einmal so, dann so, so. Und sonst haben wir natürlich schon wieder ein kleines Problem. Jetzt darf ich die zwei wegnehmen. Falsch rum. Vielleicht klappt's, vielleicht geht's auf. Was sieht doch so aus. Da würde ich mal sagen, da passt das ja. Allerdings, der Server passt nicht. Immer noch nicht. Ach, weil ich den hochkantig setze. Mäh. Hier hingucken. Jetzt passt da. Jetzt können wir auch die Bricks reinsetzen. Dankeschön. Und jetzt sieht das schon mal von vorne wiederum langsam wie eine Festung aus. Und ich habe natürlich Saphirglas, das tue ich gleich mal hier nach vorne rein. Ab ins ME-System, solange wir noch hier durchkommen. Glas 54. Da kriegen wir das Fenster zu. Hey. Warum glitscht das jetzt gerade so ein wenig? Keine Ahnung. Ich hoffe mal, dass ich das jetzt... Setzt sich alles? Ah, sieht doch mal. Das sieht doch gut aus. Dann kommt hier unsere zwei Betten hin. Aus Carpenters Blocks. Die wir natürlich jetzt nicht dabei haben. Aber macht nichts. An der Stelle sagt man hier Dank fürs Zuschauen. Hat es euch gefallen, trotz der nicht gerade produktiven Folge.
In dem Sinne, haut rein und bis morgen.